Und ich wurde halt vom lieben Paluten getaggt und da gab es nämlich so ein paar kleine Missverstände, beziehungsweise es gab halt einfach so ein paar offene Fragen, die sich bei ihm gestellt haben, weshalb er mich auch letztendlich getaggt hat. Also er hat mich jetzt nicht irgendwie getaggt aus dem Grund, um mir einen reinzuhauen oder so, damit ich halt Facecam mache. Das ist nicht seine Absicht gewesen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SG Heroes und ja, heute natürlich auch mal mit einem Thema, nein, natürlich nicht selbstverständlich, aber heute mal wieder zur Abwechslung und zwar, ja, mehr oder weniger einem Thema, das ist eigentlich nur eine Sache, die ich ansprechen wollte, aber erstmal konzentrieren wir uns hier ganz kurz auf die ersten Kisten und zwar geht es um Folgendes, ich wurde nämlich letztens von Paluten zur Lemonface Challenge getaggt und da wurde ich schon von einigen Leuten angeschrieben, ob ich sie denn machen möchte oder machen werde, besser gesagt. Und naja, wie hätte man es erwarten können? Ihr kennt wahrscheinlich auch schon das Problem. Und zwar ist das Problem halt, ich mache halt, wie man unschwer erkennen kann, keine Facecam. Und ja, Voraussetzung für diese Challenge ist natürlich eine Facecam, was ich allerdings nicht mache. Und ich wurde halt vom lieben Paluten getaggt und da gab es nämlich so ein paar kleine Missverstände, beziehungsweise es gab halt einfach so ein paar offene Fragen, die sich bei ihm gestellt haben, weshalb er mich auch letztendlich getaggt hat. Also er hat mich jetzt nicht irgendwie getaggt aus dem Grund, um mir einen reinzuhauen oder so, damit ich halt Facecam mache. Das ist nicht seine Absicht gewesen, sondern war halt einfach Auslöser, dass ich halt momentan auf Twitter ein Profilbild von mir drin habe. Und das ist mir auch ehrlich gesagt egal, ob ich jetzt irgendwie auf Twitter ein Profilbild von mir habe oder sowas. Ich habe auch schon mal zur Facecam ein extra Video gemacht, weshalb ich keine Facecam machen möchte. Und falls ihr einfach nochmal die ganzen Gründe wissen möchtet, dann schaut euch einfach mal das Video an. Und ja, jedenfalls habe ich auf Twitter einen, ist hier auch eine Kiste oder was? Auf jeden Fall habe ich auf Twitter ein Profilbild von mir drinne, also ein Real-Life-Foto von mir drinne. Und er hat sich halt gefragt, ob ich jetzt Facecam mache oder nicht. Und ja, jedenfalls hat er mich dann halt einfach getaggt, weil er sich halt unsicher war. Und deswegen sieht es jetzt so aus, dass er nicht weiß, ob ich Facecam mache oder doch. Und ja, weil ich halt keine Facecam mache, ist das halt natürlich nicht so ganz einfach mit der Lemon Face Challenge. Und deshalb muss ich leider sagen, dass ich sie ablehnen muss, weil ich halt einfach keine Facecam machen möchte und jetzt nicht extra, ehrlich gesagt, nur für ein Video irgendwie Facecam machen möchte. Das, weiß nicht, ist irgendwie unnötig. Nur weil ich jetzt getaggt wurde, sage ich mal so, auf den Druck, ein Facecam-Video zu machen, das ist, weiß ich nicht, so. Ich möchte halt einfach keine Facecam machen, ich möchte halt einfach immer noch nach wie vor normal YouTube-Videos machen und jetzt nicht irgendwie mit dem Gefühl rausgehen zu müssen, oh, hoffentlich werde ich nicht auf YouTube angesprochen, auf der Straße, weil ich habe das ja schon mal in einem Video erwähnt, ich möchte halt einfach normal rumlaufen können, ohne diesen Druck zu haben, okay, hoffentlich spricht mich jetzt keiner auf YouTube an oder hoffentlich werde ich jetzt nicht irgendwie draußen erkannt, weil ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das auf jeden Fall der Fall ist oder sowas, wenn ich jetzt, sage ich mal, mich zeigen würde. Die Wahrscheinlichkeit besteht, aber sie ist natürlich auch nicht sehr hoch. Aber weil diese Wahrscheinlichkeit halt besteht, möchte ich halt keine Facecam machen. Und das verstehen halt ein paar Leute nicht. Und ja, man muss halt einfach diese Privatsphäre von den YouTubern akzeptieren. Und bei mir sieht es halt einfach so aus, ich möchte keine Facecam machen. Und lol, er hackt einfach mal eiskalt. Er hackt einfach eiskalt. Habt ihr das gesehen? Es ist einfach so ein scheiß Hacker, was ist denn das? Oh Mann, ey. Hat er GG geschrieben? Es ist echt lächerlich. Das war wirklich lächerlich. Aber Leute, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und weiß ich nicht. Also ihr habt ja selber gesehen, dass es ein Hacker war. Er hatte kein Knockback. Er hat mich die ganze Zeit gecrittet. Und er hatte trotzdem, weiß ich nicht, immer noch 10 Herzen oder sowas. Also, naja, war nicht so der beste Hacker. Aber Leute, ich habe jetzt alles abgehakt und ich muss auch gleich noch ein Referat machen. Deshalb kann ich das Video nicht allzu lange in die Länge ziehen.
Aber ich denke mal, ihr wisst jetzt, warum ich halt keine Facecam machen möchte. Ihr wisst die Gründe. Und deshalb müsst ihr es halt einfach akzeptieren. Wo sehen wir nochmal den Pro? Ja, da sehen wir natürlich nochmal den Pro im Einsatz. Und ja, Leute, ihr wisst die Gründe jetzt. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und da ist ein Hacker-Kollege. Hacker versus Hacker oder was? Ach du Scheiße, ich glaube, der hat nur kein Knockback an. Ich meine, der hat Knockback und der andere hatte kein Knockback. Also Leute, ich werde durch mit dem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und der Hacker ist gestorben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.